Dankeschön. Hier ist Ihr Trink, bitte. Danke. Nun, Herr Fröbe, haben Sie ein paar Goldbarren aus Ihrem Film mitnehmen können? Goldbarren nicht, aber Kredit. Ich glaube, damit kann man ziemlich viel anfangen, nicht? Ja. Dann, Herr Fröbe, ich besinne mich immer noch. Halten wir ein bisschen sehr weit zurück auf die ersten Anfänge in München hier im Simpel, nicht wahr? Ja. Diese Anfänge eines großen, schlanken Mannes, der Morgenstern liebte und die merkwürdigsten Dinge gesprochen und gespielt hat. Ja. Der auch Valentin noch gekannt hat. Ja, ich bin noch mit ihm aufgetreten in der Silvesternacht von 47 auf 48. Ja. Und das war vielleicht sogar die entscheidendste Nacht meines Lebens. Denn ich habe damals zum ersten Mal, ich darf es wohl sagen, neben einem ganz großen Meister, das war eben Karl Valentin, bestanden. Und die führenden Persönlichkeiten des Münchner Kulturlebens haben meinen Namen notiert. Und ich habe jetzt gerade, wie Sie ja wissen, in Goldfinger. Ja, dieser Goldfinger ist doch eine sensationelle Rolle, nicht wahr? Sensationelle Rolle und ein sensationeller Erfolg. Ich habe gerade aus dem letzten Bericht bekommen von England. Sie teilen mir mit, dass der Film in Amerika, in New York, seit Weihnachten läuft und dort im Cecil DeMille Kino im 24-Stunden-Einsatz läuft. 24 Stunden, ich rede mal. Es stimmt, dass ich habe gehört, dass es eigentlich zwei Leute waren, die für diese Rolle vorgesehen waren in Goldfinger. Nämlich Sie und Orson Welles. Orson Welles, ja. Und Sie haben dann diese Rolle nachher bekommen. Ja, man sieht es, ja, Sie haben sie. Ich habe sie bekommen. Nicht wahr?